Hi, hier ist Mr. Lagiol. Willkommen in der Lagiol-Welt von original-lagiol.de. Ich werde immer wieder mal gefragt, ob ich meine Messerkollektion eines Tages auch vorstellen werde. Heute ist es soweit. Ich möchte euch jetzt Teil 1 meiner Kollektion vorstellen. Und zwar sind das Messer, die etwas vom Preis her niedriger sind. Messer, die, wo ich mit angefangen habe, eine Kollektion aufzubauen, die auch einen sentimental-emotionalen Wert für mich haben oder eine kurze Geschichte dahinter stecken. Nicht hinter jedem Messer, aber bei 3, 4 davon. Und schauen wir uns mal kurz an. Da sind Taschenmesser von unterschiedlichen Schmieden. Lagiol-Messer bis auf diesem hier. Das ist ein Jagdmesser von Claude Dozon. Hier, das ist einer der ersten Taschenmesser, die ich überhaupt hatte, mit Damasklinge. Ich liebe Damasklinge von Le Fidèle. Hier haben wir ein Taschenmesser von Fontanil Pateau, Chevalier Lagiol. Diese drei Taschenmesser sind von Lagiol Dubarry und, wie ich eben sagte, hier dieses Jagdmesser, Thiers-Jagdmesser von Claude Dozon. Die Geschichten dahinter werden wir gleich hören, aber das Schöne finde ich, dass man die Messer von verschiedenen Schmieden in ähnlichem Preisbereich miteinander vergleichen kann, sodass man direkt sehen kann, wo sind die Unterschiede zwischen Fontanil Pateau und Le Fidèle oder Lagiol Dubarry. Fontanil Pateau, das Messer, und auch von Le Fidèle, die sind schon über 20 Jahre alt. Da schauen wir uns mal, wie sehen die heutigen Messer aus. Sind da große Unterschiede, große Entwicklungen in den letzten 20 Jahren passiert? Also werden wir so ein bisschen über alles gleich sprechen. Und heute ist auch der letzte Tag der Karmos Challenge, wo du 5 Karmos-Punkte bekommen kannst, wenn du entsprechend eine oder beziehungsweise 2 Premium-Dia-Shows in den sozialen Medien verteilst. Ich erzähle nun ganz kurz darüber, weil ich das schon bereits erörtert habe. Bis gleich! Heute ist der letzte Tag der Karmos Challenge. Das ist ein Wettbewerb sozusagen. Man hat 3 Tage dafür. Letzten Sonntag hat diese Challenge begonnen. Hier habe ich das Spiel oder diese Aktion erwähnt bzw. erklärt, wie das funktioniert. Es geht darum, dass du 2 Premium-Dia-Shows in den sozialen Medien verteilst. Wie das geht, habe ich in diesem Video erzählt. Und das Schöne dabei ist, dass im Laufe der letzten Tagen immer wieder auch die Dia-Shows mir vorgestellt wurden. Und da habe ich auch gesehen, wofür der eine oder andere dieser Dia-Shows benutzt. Zum Beispiel eine süße Geschichte ist, dass einer für seine Schwiegermutter ein Lagiol-Taschenmesser schenken möchte zum Geburtstag, und da hatte mir in Form dieser Dia-Show die Messer vorgestellt, die er praktisch zusammengestellt hat, und hat mich natürlich gefragt, was ich meine, welche dieser 3 Messer am besten dafür geeignet sind für seine Schwiegermutter, die jetzt schon über 80 Jahre alt ist. Und das Schöne ist eben halt, dass diese Dia-Show für sowas zu gebrauchen ist, nicht nur jetzt für die sozialen Medien, um zu zeigen, was du gerne dir für Messer anguckst. Und ich denke, er hat es auch anderen gezeigt, anderen Familienmitgliedern, und das ist eine wunderbare Art, eine Zusammenstellung, sagen wir mal, für ein Geschenk auch anderen zu präsentieren oder entsprechend auch mich zu fragen, was ich dazu meine. Und so waren auch andere Dia-Shows auch mehr so als Meinungsfrage, als
ganz andere Art. Normalerweise haben wir das ja vorgesehen, diese Dia-Show, diese Premium-Dia-Show für dich zum Entspannen, damit du dir deine Wunschmesser, deine Lieblingsmesser zusammenstellst und dich dann entsprechend mal mit Musik schön relaxst. Und dann siehst du diese schöne, diese Kunstwerke, wo wir so tolle Fotos gemacht haben, dann siehst du es als Dia-Show. Aber auch für sowas ist natürlich diese Dia-Show sehr gut geeignet. Kommen wir jetzt zu den Taschenmesser, die ich heute vorstellen möchte. Es geht also um meine Kollektion, meine eigenen Messer. Einige davon sind noch im Verkauf in unserem Shop, andere eben nicht. Und hinter manchen Messern steckt eine kleine Geschichte, die werde ich jetzt auch gleich erzählen. Und dann später in Teil 2 werde ich die Taschenmesser vorstellen, die etwas höherwertige sind. Das sind auch so 7-8 Taschenmesser, die ebenfalls für besondere Gelegenheiten benutzt werden. Das sind eher so Messer für jeden Tag, die ich einfach mal immer bei mir habe, wo ich auch mal Pakete öffne oder einfach was schnitze oder einfach mitnehme, wenn ich Picknick mache oder in dem Wald, wenn ich Fahrrad fahre. Die sind so einfach Alltagsmesser, die auch vom Preisniveau hier nicht so hochpreisig sind. Und ja, die zeige ich jetzt mal gleich. Das heißt, fangen wir an mit diesem Taschenmesser. Das ist ein besonders dünnes Taschenmesser. Wir werden da jetzt immer wieder vergleichen mit den anderen. Nehmen wir zum Beispiel ein Standard-Taschenmesser von Fontanil Plateau. Da kann man auch direkt sehen, dass es ja besonders dünn ist, dieses linke hier von Le Fidèle. Auch beide haben nur eine Platine. Und dennoch ist es hier besonders spalt. Das war mir damals wichtig, als ich es gekauft habe. Ich wollte ein Taschenmesser auch in meine Hosentasche haben. Damals habe ich ja kein Gürtel-Etui für den Gürtel. Heute trage ich ja die Leder-Gürtel-Etuis, die wir auch selbst entwickelt haben, unter dem Namen Justine Dumergé. Aber damals habe ich die entsprechend in der Hosentasche getragen. Und da muss ich sagen, finde ich ja ganz wichtig, dass man auch solche Taschenmesser hat, die besonders dünn sind und natürlich auch sehr leicht. Gerade hier haben wir Aluminium in diesem Bereich. Und ja, wie schon sagte, mir war wichtig auch eine Damasklinge. Ich liebe Damasklingen. Und deswegen habe ich dieses Taschenmesser gehabt. Das kann man sehr gut in der Hosentasche tragen, in der entweder vorne oder hinten. Und ich mag nicht, wenn da so eine komische Beule da ist. Deswegen lege ich Wert darauf, dass sie besonders dünn sind. Wir werden auch immer wieder gefragt, was wir denken zum Tragen für einen Tag, welches Messer am besten geeignet ist. Und ich empfehle immer Messer mit einer Platine und danach zu gucken, dass sie etwas dünner sind. Die, die etwas dicker sind, zum Beispiel Doppelplatines, da haben wir hier auch natürlich einige davon. Zum Beispiel dieses hier, kann man sehen, den Unterschied. Also da ist ja nicht ganz doppelt so dick. Ja, also macht schon natürlich in der Hosentasche doch einiges her. Und dafür finde ich das mit Doppelplatine, wo viel mehr schöne filigrane Arbeit ist, sag mal, für einen Restaurantbesuch finde ich viel, viel besser. Das macht ein bisschen mehr her, repräsentiert ein bisschen mehr. Und ich habe auch, wenn ich da zum Beispiel ein Steak esse in einem Restaurant, mehr Freude daran, wenn ich entsprechend mehr Rückengeräusche sehe. Das geht mir natürlich so. Da muss jeder für sich entscheiden. Aber ich sag mal, ich nehme für Besuche im Restaurant eher diese anderen Messer mit Doppelplatines. Und wenn wir schon mal hier dabei sind, schauen wir uns mal an, die Damasklinge. Hier haben wir eine rostfreie Damasklinge von Damastil. Und hier bei diesem Jagdmesser haben wir eine ebenfalls rostfreie Damasklinge, aber von Balbach. Wie man sieht, finde ich beide sehr, sehr schön, sehr gut gelungen. Diese Klinge von Damastil wird pulvermetallurgisch hergestellt, also ein ganz anderes Verfahren, als man heute vielleicht in der Schmiede kennt, wo man Metall entsprechend faltet. Das wird hier nicht gefaltet, sondern wird entsprechend pulvermetallurgisch immer wieder aufgedampft. Und hier haben wir dann bei Balbach auch eine andere Methode. Das ist eine industrielle Methode, so dass beide Klingen relativ preiswert sind und auch ja, entsprechend rostfrei. Alle rostfreien Damasklingen sind meistens industriell hergestellt. Das heißt, wenn man selbst, wenn die Schmiede selbst eine Damasklinge herstellt, durch Falten, durch immer wieder Klopfen, also wirklich per Hand, die ist dann natürlich nicht rostfrei, sondern Carbonstahl. Das heißt nicht, dass es sofort rostet, sondern man muss einfach ein bisschen mehr pflegen.
Auf jeden Fall, ich liebe Damasklingen und das war mein allererstes Messer mit Damasklinge, das ich auch wunderbar mitnehmen konnte. Von Le Fidel. Das zweite Taschenmesser hat eine ganz besondere Geschichte. Von Lagiol Fontanel Pateau. Das war mein allererstes Lagiol Taschenmesser. Also das war hier mein erstes Lagiol Taschenmesser mit Damasklinge. Und das war hier mein allererstes Lagiol Taschenmesser. Und der hat eine besondere Geschichte. Denn wenn man sieht, hier steht Herkules. Wie ihr mich kennt, zumindest diejenigen, die schon etwas länger Kunde bei originallagiol.de sind, die wissen, dass ich sehr viele Projekte, sehr viele Ideen habe und auch diese Umsätze, wie zum Beispiel Join Community, Merkur Konzept, das OLC, Original Lagiol Community, das BLF Konzept, Karmos Konzept, also ganz, ganz viele unterschiedliche Konzepte. Ich liebe, neue Sachen zu entwickeln, neue Sachen zu machen, neue Ideen zu machen. Ich habe ja auch gerade neue Ideen, wo ich arbeite, aus dem Bereich Immobilien. Da sind wir auch dabei, was ganz Außergewöhnliches, Neues zu machen. Und ich liebe solche Projekte, solche Unternehmungen. Unternehmer sein ist meine erste Leidenschaft, Lagiol die zweite. Und da hatten wir bezüglich dieses Messer die Idee, eine Lagiol-Taufe zu machen. Das heißt also, dass die Kunden ihre Messer benennen konnten, wie zum Beispiel das hier Herkules. Dann haben die so eine Art Taufschein, Lagiol-Taufschein bekommen, wo entsprechend das Messer in eine besondere Datei, im Register eingetragen wurde mit dem Namen. So dass auch wenn man das Messer verloren geht, man immer noch ein Foto hat mit dem entsprechenden Zertifikat, mit dem, was da entsprechend so alles dabei ist. Vorher hatten wir eine Kuscheltiertaufe erfunden und die haben wir natürlich auf den Markt gebracht, damals noch mit einem Partner. Und da haben wir so gedacht, dass die Kinder ihre Kuscheltiere dann bei uns taufen, die ja sowieso schon einen Namen haben. Dann bekommen die auch eine schöne Urkunde, ein schönes Geschenk und das wird auch entsprechend eingetragen. Und später, vielleicht 10, 15 Jahre später, wenn vielleicht mal dieses Tier auch sogar, dieses Kuscheltier auch verloren geht, haben die hier in diesem Bereich, das wir angelegt haben, so eine Erinnerung mit dem Namen, vielleicht Kommentare und andere Sachen. Das, das war zuerst, dann war diese Taufe von dem Lagiol Taschenmesser. Beide gingen nicht, aber daraus ist das Zertifikat IPCL geworden. Das ist dieses besondere Zertifikat, das wir herausgeben, zusammen mit den Schmieden für die Taschenmesser, für die Lagiol Taschenmesser, die Made in France sind, die wir verkaufen. Dann bekommt man auch dieses wunderschöne IPCL Zertifikat. Und da sieht man ja, zwei Sachen, die eigentlich nicht so funktioniert haben, haben letztlich zu etwas Besonderes geführt. Und wir sind die Einzigen, die diese IPCL Echtheitszertifikate für die Lagiol Taschenmesser in Zusammenarbeit mit vielen Schmieden herausgeben. Und diese Idee hätten wir nicht gehabt, wenn wir vorher nicht diese Kuscheltiertaufe und die Lagiol Taufe gehabt haben. Also sehr interessant. Und das ist für mich entsprechend ein Taschenmesser mit dem emotionalen Wert, dass ich entsprechend sehr gerne und sehr leidenschaftlich ein Unternehmer bin. Und manchmal auch, wenn die eine oder andere Idee daneben geht oder schief geht, habe ich ja festgestellt, dass es eines Tages dann doch zu etwas nützt. Vielleicht nicht augenblicklich, aber ein paar Jahre später hat man aus dieser Idee, die man früher hatte, doch etwas Neues gemacht. Und das hat sich doch gelohnt, die Zeit und die Mühe, die damals darin investiert wurde. Das nächste Messer hat für mich auch einen emotionalen Wert. Das ist dieses Messer von Chevalier Lagiol. Chevalier Lagiol, das sind Taschenmesser, die wir hier in Deutschland entwickeln und designen und dann schicken wir das entsprechend, die Ideen, die wir haben, zu den Schmieden, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann diese Schmieden sagen uns natürlich, ja, so können wir es machen, nein, da müssen wir ein bisschen was ändern. Und so gibt es eine Diskussion hin und her, bis wir ein schönes Taschenmesser zustande bringen unter dem Namen Chevalier Lagiol. Das sind
viele der Schmieden, die für uns herstellen, von Gaulle Chazot, Claude d'Ausson, La Gueule en Aubrac, Le Fidel, Arbalète David, also das sind unterschiedliche Schmieden, die diese Messer für uns machen, die wir auch im Programm haben. Und hier bei diesem Messer ist die Besonderheit, dass wir hier eine besondere Biene gemacht haben, als Erinnerung an den Ritter. Hier haben wir auch ein Schwert, kann man so ein bisschen sehen, erkennen. Und das Besondere ist hier dieser Feuerritter. Das ist hier ein Ritter mit einem Schwert und hier geht praktisch raus das Feuer. Das nennt sich Feuerritter. Wir haben daraus eine Geschichte gemacht, eine richtig schöne Geschichte. Ich trage dir hier unten in der Beschreibung zu diesem Video den Link zu dieser Geschichte. Und dieses Messer hat für mich diesen emotionalen Wert, weil wir diese Geschichten, wir haben auch noch zwei, drei andere Geschichten, die ich auch in den Büchern niedergeschrieben habe. Und ich liebe solche Geschichten zu schreiben. Leider habe ich nicht mehr so viel Zeit jetzt durch diese Videos, die ich immer mache, habe ich keine Zeit mehr, die Geschichten zu schreiben, aber ich habe sie geliebt und das ist entsprechend für mich das Zeichen dafür. Erstmal die Marke La Gueule, Chevalier La Gueule, unsere Marke, und auch die Geschichte von dem Feuerritter. Wie ihr seht, ich liebe diese Mammut-Backenzahn. Ich liebe auch die Farbe Blau. Ja, ich habe dann drei Messer dazu und das ist einfach so meine Lieblingsfarbe. Und jetzt vergleichen wir auch wieder drei unterschiedliche Hersteller und schauen mal, was da so die Unterschiede sind. Also, wenn man sich von der Seite anguckt und von der Klinge, sehen wir, dass die Klingen alle recht ähnlich sind von der Form her. Das ist diese Yatagan-Klinge, auch von der Länge her. Hier ist die Klinge etwas mehr gerade. Hier ist so ein bisschen, wie man sieht, ein bisschen nach unten gebogen, genauso wie diese. Ist schon ziemlich deutlich zu sehen. Auch diese Buckel, wo das nach unten geht, ist hier ein bisschen kürzer. Hier ist ein bisschen länger. Also es gibt minimale Unterschiede bei den Schmieden, aber im Grunde genommen ist die Form der Griffe und der Klingen sehr ähnlich. Bei den Griffen erkennt man auch etwas Unterschiede. Hier ist es relativ gerade. Das ist mehr geschwungen. Und hier hat man hier sogar einen Buckel. Das heißt, man hat hier so eine S-Form. Ja, also schon ganz, ganz leichte Unterschiede. Die Dicke ist natürlich unterschiedlich. Klar, weil einmal eine Platine, hier Doppelplatine ist und hier haben wir natürlich auch besonders dünn alles hergestellt. Hier ist die Edition Dodo, wo das ohnehin etwas dicker ist. Aber die Bienen zum Beispiel, die sind relativ ähnlich, so von Le Fidel und von Fontane il Pateau. Da sind also recht wenige Unterschiede. Schauen wir uns dann gleich auch nochmal als Vergleich das Messer von La Gueule du Barry. Das hat auch eine sehr süße Geschichte. Das ist für mich ein Taschenmesser mit der Geschichte der Fairness, wenn ich so will. Und zwar, man sieht hier den Namen Justin. Die Schmiede La Gueule du Barry hat eines Tages die Möglichkeit geschaffen, solche Namen in dem Ressort zu machen. Übrigens, wenn du auch so einen Namen in dem Ressort möchtest, das geht erstmal nur mit dem La Gueule du Barry. Das heißt, du musst den Messer von La Gueule du Barry aussuchen und dann sagen, bei diesem Messer möchte ich gerne den Namen haben. Und dann kannst du ja natürlich nicht ein vorrätiges Messer haben, das wir hier haben, denn dieser Name kann nur direkt bei der Herstellung gemacht werden. Das heißt, das Messer werden wir ganz frisch für dich bestellen und noch bevor es zusammengebaut wird, wird das entsprechend der Name darauf geschrieben. Und dann ist zusammengebaut. Das dauert also 6 bis 10 Wochen, bis du es hast. Und dann bekommst du auch so ein Messer mit diesem Namen. Das kostet also 25 Euro. Bei diesem Messer ist die Geschichte, dass ich gerne natürlich, wo ich gehört habe, dass die Schmiede sowas kann, dachte, ich möchte auch mal ein Messer mit Justin haben. Erstens, damit ich sehe, wie es aussieht, denn bevor ich euch etwas vorstelle und empfehle, möchte ich selber in der Hand haben und wissen, hey, das ist gut. Und hier sieht man zum Beispiel, finde ich sehr interessant, dass der Name Justin nicht komplett gleichmäßig perfekt ist, ja, sondern es ist ziemlich ungleichmäßig. Es ist also wirklich per Hand gemacht. Und
Ich habe gesagt, mach bitte mit dem Namen Justin, ich bezahle natürlich auch dafür und war eine Bestellung. Die Schmiede hat aber jetzt gleichzeitig auch eine Bestellung gehabt mit dem Namen, oder wo der Name Justin sein sollte, mit E am Ende. Und derjenige, also der Messermalkünstler, hat sich vertan, hat Justin geschrieben ohne E und so lag das Messer ja da. Die Schmiede hat gesagt, okay, wir haben ein Messer hier mit Justin, aber das ist nicht das, was du wirklich bestellt hast. Wenn du möchtest, schenken wir dir das. Und das finde ich total fair, denn ich hätte ja nicht wissen können, dass die Schmiede gleichzeitig ein Messer mit Justine gemacht hat, mit E am Ende. Und das ist praktisch so ein Nebenprodukt. Die Schmiede hätte mir durchaus sagen können, hey, dein Messer ist fertig, wir haben es speziell für dich gemacht. Hier kannst du es haben für Preis X. Und dennoch hat die Schmiede gesagt, war ganz ehrlich, nein, wir haben das schon als Abfallprodukt, wenn man so möchte, und wir schenken dir das. Und das finde ich echt total cool, dass man nicht immer im Leben richtig knallhart hinterm Geld her ist. Und das sind manche Schmieden und auch viele Firmen sind so, die sind knallhart und pressen jeden Cent aus den Kunden heraus, sondern dass man hier sagt, hey, ich schenke mal dieses Messer, obwohl es eigentlich das ist, was du bestellt hast, aber bei uns ist ein Abfallprodukt. Hier hast du es und ich habe es geschenkt bekommen. Und das finde ich extra super fair von der Schmiede La Gioldubari, obwohl das eine kleine Schmiede ist, wie schon sagte, nur mit 3 Mitarbeitern. Und eigentlich braucht die Schmiede jedes Cent und dennoch sind die so größtig und sagen, hey, hier hast du es. Also das weiß ich sehr zu schätzen und finde ich echt große Klasse von Elodie Monteiro. Das ist die Chefin, die von ihrem Vater die Schmiede übernommen hat. Und insofern ist dieses Messer für mich ein Zeichen der Fairness und immer wenn ich benutze, erinnert mich daran, hey, nicht nur wir hier bei World of Innovation, bei Original.de sind fair, sondern es gibt da draußen noch eine ganze Menge andere Menschen, die ebenfalls fair sind. Und das ist echt eine tolle Geschichte, muss ich wirklich sagen. Mit dem nächsten Messer, mit dem Jagdmesser, das verbindet mich auch eine ganz interessante Geschichte. Und zwar hier in diesem Video habe ich dieses Jagdmesser mal draußen benutzt, wirklich im Wald. Da war ich draußen mit mehreren Messer, unter anderem auch mit diesem hier. Und weil das ja richtig so groß ist, so mächtig, kräftig. Und hier hat es ja eine Liner-Lock-Arretierung. Das heißt also, die Klinge, die geht nicht runter, sondern erst wenn ich hier, ich sage es mal lieber hier drunter, wenn ich hier diese Lippe hier aus Edelstahl zur Seite tue, dann erst lässt sich das Messer ganz leicht mit einem Finger, mit einem kleinen Finger kann ich dann zumachen. Ja, und das ist der Vorteil von diesem Liner Lock. Und wenn ich es hier hoch mache, dann macht es klack und dann ist diese Lippe hier vorne, die blockiert praktisch die Klinge. Und ich war natürlich richtig darauf, wow, das ist ein tolles Messer, damit kann ich alles machen. Im Prinzip alles wie mit einem feststehenden Messer. Das stimmt natürlich nicht. Dennoch war ich richtig mit der Lan dabei und habe damit richtig mit viel Kraft alles Mögliche geschnitten. Das sieht man in dem Video auch. Nur dann bei dieser Kraftanwendung verbiegte sich diese Lippe hier. Und dann konnte ich das Messer nicht mehr benutzen und nicht mehr schließen. Und das hat dazu geführt, dass ich das Messer nicht mehr gebrauchen konnte. Und das, wenn man sich anguckt kurz, das ist wirklich ein fantastisches Messer. Damals hatte die Schmiede Claude Ozom noch mit einem Messermacher-Künstler gearbeitet, diese fantastische Rückengeloschage gemacht hat. Und dieses Taschenmesser habe ich damals von der Schmiede geschenkt bekommen. Kostet allerdings dennoch eine ganze Menge Geld, vor allem weil es auch eine Damasklinge ist. Und naja, ich habe es die Schalte benutzt, ging leider kaputt und ich habe es zu der Schmiede zurückgeschickt. Und obwohl das Messer geschenkt wurde, ja, hat die Schmiede dann das wieder auseinandergebaut, diese Lippe dort, diese Liner-Lock-Lippe wieder da neue zusammengesetzt, dann zusammengepackt und zusammengesetzt und dann mir wieder geschickt. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen, die Schmiede Claude Ozom. Solche Sachen bleiben immer in Erinnerung, ja, und geben noch einen gewissen Respekt gegenüber dieser Schmiede, die so wahnsinnig tolerant ist. Und bei der Gelegenheit kann ich ja sagen, wenn du ein Messer hast und dir geht was kaputt,
keine Sorge, keine Panik. Wenn das Messer von einer der Schmieden ist, mit denen wir zusammenarbeiten, die reparieren das, also keine Sorge. Das heißt, wenn der Griff kaputt geht, gerade hier bei Mammutbackenzahn oder sonst die Klinge vielleicht abbricht, schick uns einfach das Messer zu, wir schicken es zu der Schmiede und die Schmiede repariert das. Das ist überhaupt kein Problem. Und hier haben wir zwei Taschenmesser, die haben keine besondere Geschichte, sondern es sind einfach nur sehr, sehr schöne Taschenmesser, die mir gefallen haben. Ich hatte Blau, ist meine Lieblingsfarbe. Hier haben wir Hybridgriff, hier haben wir Mammutbackenzahn. Und wir können uns mal kurz anschauen, wie die Qualität dieser Taschenmesser ist, verglichen, sag mal, mit Fontanil Pateau. Wenn man sich das mal anguckt, vergleichen wir zum Beispiel hier diese Linie, praktisch dieser Abschluss hier vorne, wo diese Metallbacke und auch hier die Platine aufhört. Hier ist eine perfekte gerade Linie. Bei Dubari kann man es ziemlich gut sehen, ist nicht so ganz perfekt. Ja, also hier hätte man durchaus noch mal ein bisschen schleifen können, damit es ja gerade ist. Ja, so als Beispiel. Oder wenn man natürlich hier von der Seite sich das anguckt, ist hier nicht so ganz perfekt gerade wie hier. Das heißt, wenn man mit dem Finger drüber geht, ist hier eine kleine, also wirklich kaum spürbare Erhebung nach unten, während hier ist es alles perfekt gerade. Was will ich ja nun damit sagen? Es ist wie bei einem Auto mit den Messern, erkläre ich immer wieder, wenn ich natürlich gefragt werde. Wenn du, sagen wir mal, nur 400 Euro hast zur Verfügung, ja, und möchtest dir ein Lagiol Taschenmesser kaufen, dann musst du dir erstmal überlegen, welchen Anspruch hast du. Muss es bis ins Kleinste richtig fast schon perfekt verarbeitet werden? Oder, und da bekommst du ja das Messer für 400 Euro, oder möchtest du lieber höherwertigere Materialien, dann aber vielleicht im Detail, vielleicht nicht so ganz 100% perfekt. Ja, und das ist ja klar, für das gleiche Geld bekommst du ein Messer von Lagiol Dubari mit höherwertigen Materialien, die aber vielleicht im Detail nicht so ganz 100% perfekt sind. Von Fontanil Pateau oder Lagiol Enobraco oder Honoré Durand, die, sagen wir mal, etwas höherwertiger sind, die Messer, bekommst du zum gleichen Preis ein wesentlich perfekteres Messer, dann aber vielleicht mit nicht so ganz hochwertigeren Materialien, vielleicht nur mit Olivenholz oder eher normale Taschenmesser. Denn je perfekter ein Taschenmesser gemacht wird, ja, desto länger braucht der Künstler dafür und somit mehr Zeit, was der Künstler braucht, bedeutet höheren Einkaufspreis. Damit man also auf den gleichen Einkaufspreis kommt von 400 Euro, verbraucht der Mitarbeiter, sagen wir mal, von Fontanil Pateau mehr Zeit als der Mitarbeiter von Lagiol Dubari. Dafür packt der Lagiol Dubari höherwertigere Materialien da drauf. Oder macht Doppelplatines, während bei der anderen Schmiede nur eine Platine ist. Und da musst du dir jetzt überlegen. Da sieht man zum Beispiel nicht nur bei der Verarbeitung, sondern auch beim Öffnen und Schließen. Also dieses Messer von Fontanil Pateau, das lässt sich butterweich öffnen und schließen. Hier bei Lagiol Dubari geht auch relativ leicht, aber hier an manchen Stellen merkt man schon, dass hier ein bisschen mehr Schleifgeräusche sind. Ja, also das ist nicht so ganz butterweich wie dieses hier. Ja, das ist ein weiteres Merkmal. Und da muss man natürlich sich überlegen, was ist mir wichtig, welchen Anspruch habe ich? Und es ist wichtig eben zu verstehen. Manche von euch haben zum Beispiel ein Lagiol Enobraco, das ist auch ein sehr gutes Taschenmesser, ähnlich wie Fontanil Pateau, und kaufen dann ein Lagiol Dubari. Die sehen schon, dass es mehr hat, höherwertige Materialien, vielleicht mehr Verzierungen zum gleichen Preis, erwarten aber, dass das Taschenmesser sich genauso öffnet und schließt, genauso perfekt ist wie das andere Messer von Lagiol Enobraco. Und das funktioniert nicht, weil die sagen, ja, aber ich habe ein Messer von Lagiol Enobraco und dem kann das und jenes und das ist so und so verarbeitet. Bekommen dann ein Lagiol von Dubari und sagen, ja, aber hier, na, ist nicht so ganz perfekt. Das ist völlig normal. Dafür ist es entsprechend höherwertigere Materialien, mehr Gilochage. Also Lagiol Dubari hat ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis und man bekommt für das Geld echt eine Menge Messer. Und alle Kunden bis jetzt, die das verstanden haben, sind wirklich super glücklich mit dem Taschenmesser von Lagiol Dubari. Ja, das waren jetzt diese
Taschenmesser von der ersten Kollektion, die ich hier vorstellen möchte. In dem zweiten Teil später werde ich die anderen Taschenmesser vorstellen, die besonders hochwertig sind. Unikate, Einzelstücke, zum Beispiel von Henri Durand mit einem Galuschat-Griff. Das ist Haihaut, die besonders verarbeitet ist. Oder auch andere Unikate, die eine besonders breite Galoschage haben, die über den Griff gehen, also wirklich außergewöhnliche Stücke, und die zeige ich dann in dem zweiten Video. Vielen Dank, denkt dran, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, denkt dran, dass heute die Challenge, die Karmos Challenge endet, also schick schnell noch die uns die Dia-Shop, die Premium-Dia-Shows, die du verteilt hast in den Medien, damit du entsprechend 5 Karmos-Punkte bekommst, denn heute gibt es keinen Karmos-Code, sondern die 5 Karmos-Punkte gibt es praktisch für das Video von Sonntag und für das Video von heute, und das ist natürlich jetzt mehr als doppelt so viel, als wenn du jetzt, also fast dreimal so viel, als wenn du jetzt den Karmos-Code hättest. Deswegen, wir freuen uns auf deine Dia-Show. Bis zum nächsten Mal. Dein Mr. Lagiol.